Ich war der Mann fürs Grobe. Na, wo dann andere ihnen meinetwegen schon schlecht wird, weil der Kiefer gebrochen ist oder die Zähne fliegen. Das ist, finde ich, dann schon fast eine Selbstverständlichkeit. Aggression und Wut, das kennt mit Sicherheit in irgendeiner Form jeder von uns. Aber wie kann es sein, dass die Aggression manchmal so schrecklich aus dem Ruder läuft? Das Schmerzlichste, was ich jemals gemacht habe, ist, dass ich wirklich mit dem Messer in der Hand im Kinderzimmer so ausgerastet bin, dass ich das Messer in die Wand gesteckt habe und mein Sohn wirklich eine Panikattacke hatte und ich habe die Angst gesehen. Ich frage mich in dieser Reihe, was ist das Böse in uns Menschen? Und es ist nun mal so, dass hinter vielen brutalen Gewaltverbrechen blinde Wut und furchtbare Aggression steckt. Aber was kann solche Aggressionen auslösen? Warum sind manche Menschen aggressiver als andere? Bei körperlicher Aggression ist es tatsächlich so, dass Männer höhere Werte haben, also dass Männer mehr körperliche Aggression zeigen. Ja, ich war schon immer ein sehr wütender Mensch. Also ich habe das im Nachhinein erfahren von vielen Befreunden, dass die gar nicht mehr mit mir losgehen wollten, weil ich einfach immer mich wieder geprügelt habe. Woher kommt die Aggression und was können wir tun gegen die Wut? Was ist Aggression eigentlich genau? Tatsächlich gibt es dafür überraschend viele Definitionen. Aber was man sagen kann, ist, es ist eine Verhaltensweise. Und zwar eine, die jemandem oder etwas bewusst absichtlich schaden soll. Das Gefühl, dieser Erregungszustand, den wir spüren, das ist dann Wut oder Ärger. Ich treffe jetzt gleich jemanden, der hier im größten Hamburger Gefängnis gesessen hat. Er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt für aggressives Verhalten und Gewalttaten. Mittlerweile ist er im offenen Vollzug. Deswegen darf er eben tagsüber raus und uns auch hier treffen. Hallo. Hi, Patrick. Freut mich sehr, dass du dich hier mit mir triffst. Na, gerne. Mit Blick auf ein Gefängnis, in dem du ja drin warst. Ja, ist noch gar nicht so lange her. Seit 6 Monaten haben sie mich rausgehen lassen in den offenen Vollzug. Ich habe einen Freigängerstatus und dann darf man draußen arbeiten, muss aber heute Abend wieder rein. Und warum, für welche Taten bist du da drin? Ich bin für Drogenhandel verurteilt worden da drin. Es war Waffenhandel noch dabei. Ich war von meiner Kindheit sehr gewalttätig ab. Ja, ich habe so einiges hinter mir gebracht. Ich war der Mann fürs Grobe. Ich war auch wegen versuchten Totschlag vor Gericht, wegen Gewalttaten, Schlägereien. Ich war lange in der Türsteherszene, kurze Zeit Hooligan. Ein bisschen bei den Rocker ausprobiert, aber ich bin mehr so ein Einzelgänger. Aber Gewalt ist durch mein Leben gegangen. Also ich war sehr schnell mit den Fäusten und ja, habe viel Scheiße gebaut. Ja. Wenn du es so sagst, klingt es so, wie soll ich sagen, also du lächelst auch so ein bisschen, ne? Ich möchte auch irgendwie mit dir mitlächeln, aber ich habe halt so die, ne? Okay, ich ringe noch nach Worten gerade. Wenn du da so drüber sprichst, dann klingt das erstmal fast ein bisschen harmlos, aber... Nee, harmlos war das nicht. Nein, ich sehe es auch nicht harmlos. Klar, das war mein Leben. Ich habe das über 25 Jahre lang habe ich so gelebt. Jetzt denke ich da natürlich komplett anders drüber nach. Irgendwie durch die Haftzeit viel nachgedacht, viel alleine gewesen, reflektiert und sehe es alles anders. Ne? Dass ich habe meiner Familie sehr geschadet und ja... Viele Menschen halt ja, zum Teil doch schwerer verletzt. Also ich bin in Diskotheken gegangen, habe meine Arme ausgestreckt und bin noch die Leute durchgelaufen und habe die Schlägerei gesucht. Also da war, keine Ahnung, 2, 3 Schlägereien die Woche, weil ich es einfach wissen wollte für mich. Warum hast du das gesucht? Was wolltest du da wissen? Ja, ich war unzufrieden wahrscheinlich mit mir selber, so, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Ich war einfach wütend auf alles und ja, war auch verletzt wahrscheinlich von irgendwas, was in meinem Leben passiert ist. Patrick versucht heute nicht nur ohne Aggression zu leben, er hat sich sogar noch in der Haft einer Hilfsorganisation angeschlossen. Die will Jugendlichen helfen, nicht im Gefängnis zu landen. Zum Beispiel mit pädagogischem Boxtraining. Auf meiner Spurensuche nach den Ursachen von Aggression hilft es, die unterschiedlichen Motivationen zu aggressiven Verhalten anzuschauen. Patrick ist sicherlich ein extremer Fall und bei ihm kommt einiges zusammen. Prinzipiell kann man 2 Arten von Aggression unterscheiden. Einmal die proaktive Aggression. Mit deren Hilfe will man ein bestimmtes Ziel erreichen, wie zum Beispiel Macht über andere. Und dann gibt es die reaktive Aggression. Das ist die Form, die die meisten von uns wahrscheinlich auch kennen. Sie ist eben die Reaktion auf eine wahrgenommene Bedrohung, Provokation oder Frustration. Und sie ist begleitet von starker Wut. Ich treffe jetzt gleich jemanden, der eigentlich mitten im Leben steht und trotzdem mit genau dieser Wut zu kämpfen hat. Was provoziert diese Wut?
Alexander ist eigentlich glücklicher Familienpapa, hat zwei Kinder und einen gut bezahlten Job. Aber er ist jahrelang ständig ausgerastet. Und wie hat sich diese Aggression dann bei dir geäußert, die dann kam? Anschreien, sehr lautes Anschreien, wirklich fast hysterisch, ja. Ich habe Türen geschlagen. Es gab, glaube ich, keine einzige Tür bei mir, die nicht irgendwo mit einer Delle oder sowas belastet ist. Und ich habe Angst gehabt, dass ich irgendwann mal die Faust gegenüber meiner Familie, gegen meine Freunde, gegen Arbeitskollegen einfach einsetze. Und das war meine größte Furcht. Ich wollte nicht so werden, dass dir irgendwann mal dieser Fehler letztendlich passiert, dass du so austickst, dass du jemanden verletzt. Natürlich habe ich mit den Worten jeden Tag Menschen verletzt. Die Menschen, die dir am nächsten sind, habe ich am meisten verletzt. Welche Konsequenz hatte denn diese Zeit in deinem Leben für dich, in der du diese Wut und Aggression hattest und nicht im Griff hattest? Meine Frau hat sich von mir getrennt. Das war die Konsequenz gewesen. Er hat mir letztendlich gesagt, es ist rum. Wir können letztendlich mit so einem Menschen nicht zusammenleben. Meine Frau war immer schützend vor die Kinder, weil ich natürlich die Kinder auch wirklich verbal und sehr aggressiv auch angegangen habe. Ich bin mit dem Messer gegen die Wand. Ich habe die Gabel in die Arbeitsplatte so reingehämmert, dass du heute noch letztendlich die Narben siehst. Meine Kinder hatten Angst gehabt. Die hatten Angst gehabt, wenn ein Fehler passiert, auch nur im Geringsten irgendwie was mitzuteilen. Und ich wollte niemals, dass meine eigenen Kinder oder egal welches Familienmitglied Angst vor mir hat. Welche konkreten Situationen waren das, die dich dann so getriggert haben, dass du ausrastest? Das waren teilweise Nichtigkeiten gewesen. Ich habe viel im Haushalt gemacht. Wenn ich mein Homeoffice zu Hause gemacht habe, du hast die Wäsche gemacht, die Spülmaschine ausgeräumt. Es war alles letztendlich einwandfrei. Dann ist die Frau nach Hause gekommen, die komplette Wohnung war einwandfrei und die hat dann gesagt, warum steht denn die Milch noch draußen und nicht im Kühlschrank? Banalitäten. Ja. Ich habe es als hundertprozentigen Angriff auf mich genommen. Ich bin nicht hundertprozentig, ich bin nicht perfekt. Ich habe alle Sachen als Angriff. Es hat mir einer eine Ohrfeige gegeben. Und das war ja, die Kleinigkeiten, die mich zum Ausrasten gebracht haben. Kleinigkeiten. Und natürlich hat mein Gegenüber das überhaupt nicht verstanden, warum ich jetzt in so einer Situation so eine Welle draus mache. Alexander hat sich schon vor gut einem Jahr Hilfe geholt mit einem Anti-Wut-Coaching. Wie er gelernt hat, seine Aggression in den Griff zu bekommen, dazu später mehr. Um Prävention und Hilfsmittel zu entwickeln, hilft es zu verstehen, woher Verhaltensweisen kommen. Deswegen sucht die Forschung auch bei der Aggression nach zugrunde liegenden Mechanismen und Ursachen. Als Biologin denke ich mir so, bei Tieren ist es ja so, da ist die Aggression ein fest verankertes Verhaltensmuster, das durchaus auch seinen Sinn hat. Zum Beispiel im Kampf um Ressourcen oder zur Verteidigung der Jungtiere. Aber welche Rolle spielt die Biologie bei uns Menschen? Sucht man nach biologischen Mechanismen, die Verhaltensweisen zugrunde liegen, sind oft Hormone ein ziemlich guter Kandidat. Weil Hormone binden unter anderem an Rezeptoren in unserem Gehirn. Und hier beeinflussen sie, wie unser Gehirn Stimuli von außen aufgreift, verarbeitet und welche Verhaltensweise sich daraus dann ergibt. Und da kommt Testosteron ins Spiel. Es ist ja kein Geheimnis, wenn ich euch sage, wir haben immer noch so dieses Bauchgefühl, Aggression ist eigentlich ein Männerproblem. Und was auch stimmt ist, in unseren deutschen Gefängnissen sitzen mit weitem Abstand viel mehr Männer als Frauen. 84% aller Gewalttaten werden von Männern verübt. Aber hat das was mit dem männlichen Sexualhormon zu tun oder nicht? Bei Tieren gibt es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang zwischen Testosteron und aggressivem Verhalten. Aber unser menschliches Verhalten ist natürlich wesentlich komplexer. Wie ist es also bei uns? Welche biologischen Faktoren begünstigen Wut und Aggression? Hier an der Uni Lübeck untersucht Professor Ulrike Krämer die Zusammenhänge von aggressivem Verhalten, hormonellen Einflüssen und neuronalen Prozessen im Gehirn. Es gibt ja dieses Klischee, dass Männer eigentlich immer ein bisschen aggressiver sind als Frauen. Was ist denn da dran? Also
Es gibt ja unterschiedlichste Formen von Aggressionen, wie körperliche Aggression, verbale Aggression, direkte oder indirekte Aggression. Und bei körperlicher Aggression ist es tatsächlich so, dass Männer tatsächlich höhere Werte haben, also dass Männer mehr körperliche Aggression zeigen. Aber bei anderen Formen von Aggression ist das nicht so. Also bei verbaler oder auch indirekter Aggression gibt es eigentlich keine Unterschiede. In manchen Studien vielleicht sogar so, dass Frauen da mehr Aggression zeigen. Aber warum zeigen Männer deutlich mehr körperliche Aggression als Frauen? Kann das allein am männlichen Geschlechtshormon Testosteron liegen? Zunächst mal, es gibt umfangreiche Forschung dazu. Und man sieht sogar eine Korrelation. Aber der Effekt ist schwach. Und außerdem wird es noch interessanter, denn wenn Testosteron uns direkt aggressiver machen würde, dann müsste man das doch auch bei uns Frauen sehen können. Und genau das untersucht Professor Ulrike Krämer. Und ich mache jetzt für uns den Selbstversuch. In einer Studie hat Professor Krämer bei Frauen den Testosteronspiegel bestimmt und sie dann zu aggressivem Verhalten provoziert. Ihre Hypothese: Frauen mit mehr Testosteron reagieren aggressiver und haben eine erhöhte Aktivität in der Amygdala, quasi dem Stresszentrum in unserem Gehirn. Auch mein Testosteronwert wurde im Labor bestimmt. Und jetzt wird per FMRT meine Gehirnaktivität überwacht. Und zwar während ich einen Wettkampf bestreite mit einer mir unbekannten Gegnerin, die ich nur auf dem Monitor sehe. So, jetzt kommen wir zum Soundcheck. Alles okay bei dir? Ja, alles okay. Sehr gut. Dann fangen wir jetzt an. Das Wettspiel geht so. Wer bei auftauchender Zielscheibe nicht schnell genug einen Knopf drückt, hat verloren. Und darf von seiner Gegnerin mit einem lauten Geräusch bestraft werden. Je höher man die Lautstärke der Strafe auswählt, als desto aggressiver gilt man sozusagen. Das weiß ich in dem Moment natürlich nicht. So, was war's? Ganz schön laut am Ende. Ja. Laut und unangenehm. Ja, und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Okay, wie aggressiv hast du dich jetzt eigentlich verhalten? Ja. Du meintest vorher, ja, so kompetitiv bist du gar nicht. Nee. Und tatsächlich insgesamt, wir haben hier eine Skala von 0 bis 3,5. Man hat ja insgesamt die Möglichkeit von 1 bis 8. Und man sieht, du bist die ganze Zeit im recht niedrigen Bereich gewesen. Also bist jetzt tatsächlich auch nicht besonders aggressiv geworden. Und jetzt gibt es ja noch den Testosteronwert. Den genau. Habe ich euch ja vorher speicherprobenmäßig ins Labor geschickt. Wir haben Testosteron bestimmen lassen und tatsächlich ist der Wert, der von dem Labor gemessen wurde, wenn man sich das hier, das sind die Daten aus der Publikation. Und im Vergleich zu den Daten dort war dein Wert relativ hoch bei 41 Picomol pro Liter. Mhm. Ich habe also einen recht hohen Testosteronwert, war aber im Experiment kaum aggressiv. Und auch die Aktivität im Stresszentrum der Amygdala war bei mir eher gering. Wie passt das zusammen? Genau das, was ich gemacht habe, habt ihr auch in der Studie gemacht. Was kam denn daraus? Denn die Hypothese wäre ja, wenn Testosteron angenommen ein sozusagen eher aggressiv macht, zumindest eine leichte Korrelation gibt, müsste das bei Frauen ja eigentlich auch der Fall sein. Ich mit einem vielleicht hohen Testosteronwert müsste also eigentlich aggressiver sein. Genau, das war auch unsere Hypothese, aber tatsächlich haben wir entgegen der Hypothese einen sogar leicht negativen Zusammenhang gefunden. Das ist hier über die 39 Probandinnen, die wir gemessen haben, gefunden haben, dass die Frauen, die einen höheren Testosteronspiegel hatten, eben gerade niedrigeres aggressives Verhalten gezeigt haben. Aber wenn dich jetzt mal so einer fragt bei einem Bierchen, ne, so, na, die Männer mit ihrem Testosteron, die sind doch die Aggressiven. Also wie würdest du so für dich, was würdest du dem antworten? Was ist so dein für dich overall Fazit zum Zusammenhang Testosteron und Aggression? Es erklärt einfach nur einen sehr, sehr kleinen Teil. Es hängt schon damit zusammen, aber so gering, dass es eigentlich, dass es eben andere Faktoren gibt, die viel, viel einflussreicher sind als der Testosteronspiegel. Testosteron macht uns Menschen also nicht direkt aggressiver, sondern es ist eher wie ein Wirkverstärker in Konkurrenzsituationen. Es fördert so ein proaktives Verhalten, um den eigenen Status zu erhalten oder zu erhöhen.
Die Testosteronforschung wirft aber auch das Problem von Henne und Ei auf. Also was ist Ursache und was ist Folge? Ein erhöhter Testosteronspiegel in einer Wettkampfsituation, ist der also die Ursache für aggressiveres Verhalten oder vielleicht auch die Folge davon? Ähnlich wie zum Beispiel bei Cortisol, das Stresshormon, was ja bei viel Stress erhöht ausgeschüttet wird. So könnte es auch bei Testosteron sein. Letztlich ist es so, Testosteron potenziert eher ein Dominanzverhalten, als dass es uns direkt aggressiver machen würde. Welche anderen Faktoren machen uns also aggressiv? Sind es eher Umwelteinflüsse, Sozialisation, die Art, wie wir aufwachsen? Patrick hat zum Beispiel erzählt, dass er schon im Alter von 14 Jahren sein Zuhause verlassen und quasi bei Kumpels gelebt hat. Gab es in deiner Familie, wenn ich das so fragen darf, eigentlich Aggression? Ja, also mein Vater hat britischer Soldat, Elitesoldat. Er ist niemals nach Hause gekommen und hat mich einfach weggeprügelt oder wie man so kennt, er ist betrunken oder irgendwas. Aber seine Art mit mir zu spielen war ein bisschen heftiger. Ganz einfach. Also ihm hat Spaß gemacht, mich an die Zehen hochzuheben oder auf mich draufzuschmeißen oder so boxen, dass ich solche Blutergüsse oder dass ich nicht mehr laufen konnte. Und das war, er wollte aus mir einen harten Mann machen. Und das ist ihm auf jeden Fall mal gelungen in der Art. Patrick hat sich schon als Kind ständig mit anderen geprügelt. Jugendarrest und Sozialstunden haben ihm nicht geholfen. Vielleicht wäre für ihn so ein Boxtraining wie das hier genau das Richtige gewesen. Seit einem halben Jahr arbeitet Patrick jetzt als Gewaltpräventionstrainer für Kinder und Jugendliche. Denn er kennt ihre Situation ganz genau. Also ich habe als Jugendlicher schon gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht wirklich stimmt. Also ich habe richtige Tobsuchtsanfälle als Kind gehabt. Mhm. Also dass ich die Türen durchtreten habe oder in die Wände Löcher geschlagen habe, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Also irgendein Frust war da. Woher das gekommen ist, also daran habe ich ja vorhin schon gesagt, das wollen wir noch aufarbeiten, dass das mal wegkommt. Eine letzte Frage. Ist diese Wut oder diese kurze Zündschnur bei dir jetzt weg, dieses Gefühl? Oder kannst du es jetzt kontrollieren und einen anderen Weg finden als mit Aggression? Ja, also weg ist es nicht. Also beim Autofahren kann ich komplett austicken. Das ist bei mir, Hamburger Stadtverkehr ist die Hölle. Mhm. Ja, und wir sind immer im Zeitdruck. Da merke ich es aber durch halt Meditation. Jeden Morgen meditiere ich. Und versuche einfach Ruhe zu finden. So jetzt im normalen Leben habe ich keine großen Probleme. Vielleicht hilft ja heute das, was du deinen Jugendlichen vermittelst, ihnen wiederum. Ja, ich hoffe. Dafür machen wir das ja. Ne? Wenn es nur einer ist, den man retten kann oder ein bisschen helfen kann. Ne? Und das ist halt jetzt so ein. Das macht Spaß. Das ist wirklich was Schönes. Ich krieg nicht so richtig aus dem Kopf, was Patrick mit seinem Verhalten anderen Menschen angetan hat. Trotzdem muss ich schon sagen, dass ich es jetzt auch toll fand zu sehen, wie er eben heute versucht, Jugendlichen zu helfen, mit ihrer Wut und ihrem aggressiven Verhalten besser umzugehen. Gerade Kinder und Jugendliche werden in ihrem aggressiven Verhalten stark durch die Umwelt beeinflusst. Durch Familie, durch Freundeskreis und so weiter. In der Wissenschaft sprechen wir von der sozialkognitiven Lerntheorie nach Albert Bandura, deswegen auch Bandura-Modell genannt. Wir lernen eben viel durch Beobachtung und Nachahmung. Und das prägt dann eben auch unsere Verhaltensweisen. Nur, auch Frauen erleben ja schwierige Familienumstände und müssten dann ja laut Bandura-Modell auch aggressives Verhalten imitieren lernen. Warum werden trotzdem Männer viel häufiger körperlich aggressiv? Da ist der Unterschied in der Sozialisation sehr, sehr groß nach wie vor. Dass Jungen und Mädchen sehr unterschiedlich erzogen werden. Dass eben bei Mädchen jede Form von aggressivem Verhalten, körperlich aggressivem Verhalten, sehr viel stärker bestraft wird, sanktioniert wird, als bei Jungs, bei denen man eher sagt, ach ja, so sind Jungs halt eben. Und das also eher befördert wird oder zumindest mal akzeptiert wird. Und dann hat man natürlich viel mehr männliche Rollenvorbilder auch. Ja, wenn man sich Filme anguckt, in denen Männer Gewalttaten begehen, die auch belohnt werden dafür. Ja. Und auch das ist ja ein entscheidender Teil von Beobachtungslernen. Nicht nur, welche Modelle beobachte ich, sondern welche Erfahrungen machen die Modelle dann eigentlich mit diesem? Also ist das dann, hat das eine positive oder negative Konsequenz? Und das hat dann eben auch Einflüsse darauf, welches Verhalten man selbst für sich übernimmt.
Geschlechtsstereotype beeinflussen uns, auch heute noch. Eine aktuelle US-Studie hat fast 500 Männer gefragt, was glaubten ihr ist so die wichtigste Eigenschaft, die ein Mann haben muss. Und Aggressionslosigkeit haben nicht so viele Männer gesagt. Aber mit am häufigsten wurde folgende Eigenschaft genannt: emotionale Härte. Aber wie kann man sein aggressives Verhalten nun ändern und seine Wut in den Griff kriegen? Das möchte ich jetzt von einer Anti-Aggressionstrainerin erfahren, die übrigens auch wütende Frauen als Klientinnen hat. Ich bin Jasmina, freut mich. Katrin, freut mich auch. Ich habe mit zwei Männern über ihre Aggression, ihre Wut gesprochen. Ich habe auch nach einer Frau gesucht, denn das Phänomen gibt es natürlich auch bei Frauen. Aber keine wollte vor der Kamera mit mir sprechen. Wieso ist es eigentlich für Frauen offenbar schwerer? Wir haben ja einige Frauen bei uns im Coaching und ich glaube, das hat diverse Ursachen. Also zum einen ist es so, dass Frauen schon von ihrer Kindheit ab einfach ja, kein positives Feedback bekommen, wenn sie wütend ist. Wütend sein wird immer noch als unweiblich angesehen. Mhm. Viel wichtiger ist aber dieses Ding, dass Frauen sich selbst auf eine bestimmte Art und Weise sehen. Und ja, Frauen wollen alles Mögliche sein. Schlau, cool, witzig, harmonisch, liebevoll, friedlich, alles Mögliche. Aber wenn man sie fragt, möchtest du wütend, als wütend wahrgenommen werden oder als aggressiv, das ist so gut wie nie dabei. Und damit sich zu outen vor einem ganz großen Publikum, das fällt vielen schwer. Das möchten sie nicht so gerne. Sie bleiben damit lieber für sich. Ich glaube, jeder von uns kennt das ja mal, dass der also diese Wut in sich aufkommen spürt. Aber nicht jeder sucht sich ja dann Hilfe. Also wie alltäglich, glaubst du, ist es auch bei Frauen? Ich glaube, ja, es ist relativ alltäglich, dass man wütend ist. Das ist eine ganz normale Emotion. Zu uns kommen natürlich nur die Menschen, die sagen, ich bin mit meiner Wut an einem Punkt angekommen, in der sie mir sehr viel kaputt macht, in irgendeinem Lebensbereich, ja, sei es beruflich oder privat. Mhm. Und ich brauche jetzt einfach Hilfe, weil ich da allein nicht mehr weiterkomme. Mhm. Bei Katrin Hilfe geholt hat sich auch Alexander, den wir ja schon kennen. Der Familienpapa arbeitet seit knapp einem Jahr mit Katrin an seiner Aggression. Zum Beispiel mit der Technik, eine Art inneren Monolog zu führen. Alex soll sich in eine typische Wutsituation zurückversetzen. Dann lehne ich mal ganz entspannt zurück. Ganz genau, Füße auf dem Boden, Hände entspannt im Schoß, schließ die Augen. Und jetzt möchte ich von dir, dass du in eine Situation zurückgehst, in der du wütend warst, in der du aber hinterher gesagt hast, oh, eigentlich habe ich da überreagiert. Kannst du da dich an eine Situation erinnern? Oh ja. Ich wurde angegriffen und es wurde mir mitgeteilt, dass ich was nicht richtig gemacht habe. Und aufgrund dessen wehre ich mich verbal. Situationen und Gefühle erkennen, die zur Wut führen. Mit unterschiedlichen Techniken hat Alex es geschafft, seit vielen Monaten keinen einzigen krassen Wutanfall mehr zu haben, sagt er. Diese Wandlung, die du gemacht hast, Alex, die klingt ja fast nahezu unglaublich. Von hin, ich kann es nicht kontrollieren, bis ich kann es kontrollieren. Gibt es da so ein paar Notfalltipps, die du uns jetzt schon mal geben könntest, die jeder von uns anwenden kann in der Wut? Etwas, womit man auf jeden Fall loslegen kann, ist ein guter Exitplan. Das heißt, raus aus der Situation. Wirklich, wenn man es kann, sofort die Szene verlassen, sich runterkühlen. Zweitens, was dabei enorm hilft, ist ein gutes, positives Mantra. Unser innerer Monolog, der ist oft sehr eskalierend. Und so ein Mantra wirkt wunderbar deeskalierend. Zum Beispiel sowas wie, es liegt nicht an mir, sie hat es nicht so gemeint, er kann nichts dafür. Und dann ist es enorm wichtig, sich mal anzugucken, was hatte ich denn da für Regeln, für Erwartungshaltungen? Denn man muss wissen, wenn Erwartungen enttäuscht werden, wenn Regeln gebrochen werden, dann wird man wütend. Und da mal genau hinzuschauen und zu sagen, ja, war das jetzt eigentlich sinnvoll? Ist es wirklich so, wie ich das einfordere? Oder ist es vielleicht doch eher nur meine Regel? Das sind Dinge, die sehr helfen, eine andere Perspektive zu bekommen. Und wenn man das dann auch für sich rausgefunden hat, dann sollte man da schriftlich mit umgehen. Und das machen wir mit jedem unserer Klienten von Anfang an, dass wir sagen, bitte führt ein Wut-Tagebuch. Du hast es hier. Ja. Oh, da ist es, das Wut-Tagebuch, wie schön. Ja, du hast es immer noch, sehr gut. Ja, es ist nach wie vor das, was mir jeden Tag sehr hilft und sei es nur noch so banal, noch so klein letztendlich die Wut, aufschreiben, was ist passiert, wann ist es passiert, warum triggert mich das Ganze. Das ist das, was ich hier letztendlich immer noch führe und einfach das zu reflektieren, um einfach zu wissen,
Hat das mir überhaupt was gebracht? Hat es mir überhaupt einen Sinn gebracht, wütend zu werden in dieser Situation? Und hier letztendlich die Reflexion zu haben, macht Sinn, macht keinen Sinn, ist für mich momentan das A und O. Voll schön, dass das bei euch beiden so gut funktioniert hat. Man kann es wirklich fast gar nicht glauben, ne? Also, weil wenn jemand eben Schwierigkeiten hat, sich wirklich selber zu kontrollieren, dass es dann doch eben Strategien und Auswege geben kann, das ist, finde ich, eine schöne Hoffnung. Ich wünsche euch beiden alles Gute, dir für die Arbeit und dir für den, auch für die Arbeit. Die Arbeit an einem selbst, die tägliche. Ja. Woher kommt also die Aggression in uns? Eine Frage des Geschlechts ist es jedenfalls nicht unbedingt. Der Einfluss von Testosteron ist eher klein und wir kennen keinen kausalen Zusammenhang. Unsere menschlichen Verhaltensweisen sind eben wesentlich komplexer als die von Tieren. Und der Einfluss von Sozialisation in Zusammenwirkung mit Biologie ist bei uns immer sehr stark. Und so auch bei der Aggression. Wenn wir eben zum Beispiel lernen, dass sich aggressives Verhalten lohnt, dann ändert sich dadurch auch etwas in unserem Gehirn, das diesen Belohnungsreiz dann immer wieder haben möchte. Und große Längsschnittstudien zeigen, dass das, was wir in der Kindheit lernen, das hat einen lebenslangen Einfluss. Das bedeutet aber explizit nicht, dass wir daran nichts ändern können. Wir sind nicht einfach irgendwie wütend und aggressiv geboren oder so erzogen worden und müssen das dann für immer bleiben. Ganz im Gegenteil. Patrick und Alex versuchen ja genau das. Sie versuchen, sich zu ändern. Aber ich möchte halt jetzt langsam Vertrauen wieder bekommen. Irgendwie, also meine Tochter zum Beispiel hat die 2 Jahre fast nicht mit mir gesprochen, wo ich inhaftiert worden bin. Da habe ich jetzt wieder ein super Verhältnis. Ich bin ja Opa geworden mittlerweile. Oh, schön. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, die Familie wieder zu haben und Ruhe zu finden. Ich bin unendlich glücklich, dass meine Kinder keine Angst mehr haben. Selbst wenn mal irgendwas passiert, es fällt ein Teller runter, der Ketchup ist auf dem Teppich oder irgendetwas. Früher bin ich ausgerastet, aber ich bin ruhig. Ich weiß einfach, ich kann nicht mehr ausrasten aufgrund dieser Situation. Und das hat mir eine ganz andere Basis zu meinen Kiddies gegeben. Trotzdem finde ich, dürfen wir nicht vergessen, dass sie Menschen unglaubliches Leid zugefügt haben, egal in welcher Form. Dennoch einfach Hut ab dafür, dass sie uns mal diese Perspektive, ihre Perspektive auf das Tabuthema gezeigt haben und eben auch Hut ab dafür, wie hart sie daran arbeiten, andere Menschen zu werden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie geht ihr eigentlich mit eurer Aggression und Wut um? Wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr uns ein Abo dalasst. Und hier wären noch 2 Folgen aus der Reihe Was macht uns böse? Und da wäre noch was aus dem ZDF-Kosmos für euch.